So Leute, jetzt haben wir die Ergebnisse für euch vom Final Fest. Genau, endlich sind sie da. Und schauen, wer gewonnen hat. So, genau, was ist Neues für uns? Splatfest-Ergebnisse sind hier. Schauen wir uns jetzt mal die Stimmen an. Wer hat für mehr gewählt? Ich glaube, das haben wir gewonnen. Ja. Weil wir haben auch öfter gegen das eigene Team kämpfen müssen. Der Chaos hat auf jeden Fall da mehr. Aber die anderen beiden kann man noch einmal locker verlieren. Ich hoffe es nicht. Aber wir werden es. Für Chaos haben wir halt auf jeden Fall die meisten Stimmen mal. Das muss aber nichts heißen. Oh, Trommelwirbel bitte! Blöp. Bitte. Nein. Nein, Chaos hat diesmal alle drei gewonnen. Vor allem, ich denke mir, irgendwie verstehe ich es ja, weil ich muss bedenken, es gab voll viele Hundertkämpfe, die gewonnen haben, was in den Moment eingeblendet wurde. Vor allem, wir haben auch einen Hundertkampf gehabt, den wir verkackt haben, das heißt, dann haben automatisch den Chaos gekriegt. Ja, das Chaos regiert. So bitter. Von null. Haben wir das schon jemals gehabt? Haben wir schon gehabt. Schreibt es in die Kommentare. Ja, in Kopolis ist ein Untergang geweiht. Ja. Das ist mit Spoiler für Splatoon 3. Ja, fix. Ist das nicht dann mehr so Octo-Expansion-Style? Octo-Expansion-Style mehr so Untergang-mäßig, oder? Ja. Keine Ahnung, was da weiter tun werden. Ja, schade, dass wir komplett abgelöst haben. Ja, vor allem, es war beim Einzelteil, also gut, wir haben den Einzelteil nicht gesimt oder so, aber beim Splatoon 1, da war auch das letzte Splatfest, da habe auch ich eben verkackt. Leider hat auch das andere Team gewonnen, weil da war Aioli gegen Limone und ich immer so, beim ersten Teil war es so, beim zweiten Teil wieder verkackt. Ja, aber beim ersten, es liegt ja nicht nur an dir. Natürlich, aber ich meine es nur. Ja, ich sag, also es ist halt echt bitter. Ich bin gespannt, wie viele Supermuscheln wir kriegen. Ich glaube nicht viele. Neue Musikrichtungen besucht. Das wäre eine gute Idee, ja. So ein paar neue Musikrichtungen. Mhm. Nein, sie trennen sich natürlich nicht. Cool. Lol. Yeah. Ich mach nur Spaß, ja. Ist klar. Oh, ja, Perl hat Marina lieb. Oh. Nein. Danke. So meine ich das nicht. Oder doch? Nein. Also ja, das war dann das letzte Splatfest. Leider. Ich verstehe absolut nicht. Das hast du mir gezeigt, wie manche Leute da jetzt abgehen deswegen. Ja. Du wirst dich auch bitte tun, denkst du, what the fuck, Leute? Ja, zumindest auf Twitter habe ich es gelesen. Weil so oft, ich habe schon so oft gesagt. Schaut 10 Jahre in der Vergangenheit. Da hast du ein Spiel gekauft und das war's. Mit viel Glück hast du vielleicht noch einen Bugfix bekommen. Und, und Leute erwarten sich jetzt, dass sie ein Spiel kaufen und dafür bis zum Ende nie endlose Support bekommen. Wahrscheinlich so lange Support, bis der Dreierteil angekündigt wird, dann soll es aus sein, quasi. Ja, aber das spielt's nicht. Das war's kein. Oh, das war jetzt mit Absicht. Was? Ja, das spielt's nicht. Gute Wortwahl. Aber wie gesagt, das war. Warum? Fass ihn auf. Und ich wette, wenn Nintendo sagen würde, ja, wir machen das Splatfest. 21 Supermuschel für Fanclubleiter. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich mache es immer weniger, weil ich so mit. Zu 2019 kriegen, weil wir eben 3-0 verloren haben. Aber. Vor allem, ich hab auch so mir so das Ziel für Splatoon gesetzt, eben, dass ich Stufe 99 werde. Gott, ist das zu behindert. Ja, ich erinnere mich gerade. Aber was ich sagen wollte, wie gesagt, würdest du ja Nintendo hergehen und sagen, ja, passt, wir machen Splatfeste, aber wir verlangen Geld dafür. So klar, ihr müsst dafür subscriben für 5 Euro im Monat oder so. Weil Development, bla bla bla. Würde sich ja voll viel aber viele haben sich sowieso jetzt aufgeregt, weil sie auch, weil, naja,
man bezahlt da jetzt für Nintendo, für das Online-Ding, so viele haben es gekauft nur für Splatoon. Und jetzt sagen sie, das Best Fest aus, ich spiele jetzt kein Splatoon, mir interessiert das Spiel ja, nicht mehr. Und dann, ja. Ja, aber man spielt nicht nur fürs Splatfest. Das stimmt. Aber halt irgendwo kommen auch keine Updates mehr. Wobei, oh ja, ein Update kommt noch, und zwar, wo die ganzen Mana-Zonen kommen. Das sollte jetzt demnächst bald, glaube ich, kommen. Wo eben die ganzen Mana-Zonen nachher dazukommen im privaten Kampf. Ja. Und dann alle dann spielen das kann. Das können wir ja auch dann streamen. Genau, das habe ich auf jeden Fall vor zu streamen. Wenn wir eine Freunde Zeit haben, können wir das mal gemeinsam spielen. Aber, nächste Woche wird dann mit Mario Maker weitergemacht. Also schaut jetzt da auf jeden Fall an. Da ist Link für Twitch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir werden sie auch vorher auf Twitter ankündigen. Also folgt uns dort auch auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, ich verstehe das halt absolut nicht. Das Geheule da, weil vor 10, 15 Jahren, wenn man bedenkt, der GameCube hatte eine Online-Funktion, die aber niemand benutzt hat, weil, ja, das Internet zu der Zeit verdammt teuer war und du sogar einen Adapter gebraucht hast, dass du dann dich mit einem 56K-Modem einwählen konntest. Und das Internet war damals teuer. Ja, man sieht auch eben, die Leute schreiben auch natürlich auch viel ran. Ja. Oft Abschlussnachrichten. Jupp. Das ist, denke ich mal, ein guter Punkt, das zu beenden. Genau. Das Ergebnis da. Dann danke fürs Zuschauen, wie immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream. Genau. Und der nächste Part auf diesem Kanal wird wahrscheinlich ein Zusammenschnitt sein vom Mario Maker Stream. Ja. Genau. Um ein Ziel war eben auf Stufe 99 zu kommen. Bams Bloodfest oder bis kurz danach. Und das schaffe ich eben auch. Jetzt bin ich bald auf 98. Ja, auf jeden Fall. Dann 99 und dann ist es vorbei. Dann habe ich es geschafft. Und dann schaust du mal, was du da machst. Genau. Dann danke fürs Zusehen. Und tschüss. Und tschüss.